Mitglieder des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUUR haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine russische Luftwaffenbasis in Syrien angegriffen, wie von der Kyiv Post und Buzz Plus berichtet. Der Angriff fand im Südosten von Aleppo statt, wo die russischen Streitkräfte die Basis zur Produktion und Erprobung von Drohnen sowie zur Herstellung von explosiven Materialien genutzt haben sollen. Der ukrainische Geheimdienst zeichnete den gesamten Angriff auf, bei dem es nach einer starken Explosion zu weiteren Detonationen kam, da Munition durch das Feuer explodierte. Bisher hat sich der Kreml nicht zu diesem Vorfall geäußert, während HUUR stolz verkündete, einen erheblichen Schlag gegen die russischen Streitkräfte in Syrien verübt zu haben.